Hansa Rostock! Und ich! Hallo Hansa-Fans! Wir waren heute mit unseren charismatischen Kickern Jörg Hanel und Ken Lehmanns und Hannes Ecker und Christian Falkenberg von der Fanbetreuung zu Gast in der Grundschule in Dorf Mecklenburg. Und was es dabei hiermit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Wo ist wie viel Zucker drin? Ihr teilt euch jetzt gleich in zwei Teams auf. Jeder von euch kriegt einen Spieler in die Gruppe. Die werden euch dann helfen und zusammen versucht ihr dann die Lebensmittel zuzuordnen und stellt die dann zu den richtigen Pyramiden dahin. Ja, dann könnt ihr vielleicht die Spieler gleich mal ein bisschen kennenlernen dabei. Christian, seit über einem Jahr läuft der Präventionskurs Hansa Rostock und ich. Jetzt ist heute das Hansa kocht mit Schülern hinzugekommen. Wie zufrieden bist du mit dem Projekt? Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt. Auch heute, dass wir im Grunde genommen den nächsten Schritt gegangen sind, auch mal ein Stück weit gesunde Ernährung zu thematisieren. Und dankenswerterweise haben wir Unterstützung von Jockel und von Ken bekommen. Und ich denke, die Message bei den Kindern ist angekommen. Was hat denn die Fanbetreuung in Zukunft geplant? Werden da noch weitere Aktionen folgen? Wir haben wahnsinnig viel vor. Also der Kurs Hansa Rostock und ich wird sämtliche Schulen, angefangen von der Förderschule bis zum Gymnasium, begleiten. Wir sind jetzt schon aktuell schon in einer JVA in Neustrelitz aktiv. Wir werden in den Stadtteilen und den Begegnungsräumen, den Sozialräumen der Hansestadt Rostock aktiv werden. Also wir haben wahnsinnig viel vor. Fragen wir mal, ob wir es alles so in die Umsetzung bekommen, weil es auch eine personelle Frage ist. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Was kocht ihr am liebsten? Also ich habe ja auch Kinder und da gibt es sehr, sehr oft Nudeln. Mit diversen Beilagen, meistens auch mit Tomatensauce, aber da machen wir keinen Ketchup, sondern machen selber Tomatensauce. Jockel, erzähl doch mal, hast du einen Ernährungsplan für unsere Fans da draußen? Ach, Ernährungsplan ist, glaube ich, ein bisschen zu weit hergeholt, aber ich denke, man sollte aufpassen, was man isst und vor allem, wie viel man isst. Man kann durchaus auch mal eine Tüte Haribo essen, aber man sollte das nicht jeden Tag tun. Und man kann auch mal zu McDonald's gehen, aber wie gesagt, in Maßen und dann ist das schon okay. Bisschen gesund ernähren ist, glaube ich, für jeden wichtig. Okay, und was hältst du zum Beispiel von der Coca-Cola? Auch die darf mal sein. Also ich trinke ganz gerne auch mal eine kalte Coca-Cola, aber halt nicht so oft. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, ich bin Belgier und Belgier sind bekannt, dass die gerne Pommes essen. Also, aber nicht zu oft, aber einmal im Monat esse ich doch gerne Pommes. Ken, das eben sah schon sehr souverän aus. Schwingst du auch zu Hause ab und zu den Kochlöffel? Ja, ich bin zu Hause koche ich oft. Also ich bin eigentlich der Koch bei uns zu Hause. Und was bereitest du da am liebsten zu? Am liebsten Nudeln mit Tomatensauce oder mit Sahnesauce. Also, aber Nudeln esse ich ganz gerne. Hand aufs Herz, wo schmeckt es besser? Bei dir zu Hause oder bei Hansa? Ja, definitiv bei mir zu Hause, weil das ist bei mir 3 Sterne. Hannes, Hansa Rostock und ich, heute gab es so eine kleine Kochstunde mit Jockel und Ken. Wie hat es dir denn gefallen? Du hast es ja organisiert und sag doch mal was zum Projekt und zu dir. Vielen Dank. Es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Ich bin ja seit knapp 3 Monaten jetzt bei diesem Projekt dabei, frisch von der Uni. Und es macht mir tierisch Spaß. Und heute durfte ich das erste Mal so alleine so ein Konzept gestalten zum Thema gesunde Ernährung. Wir haben 2 Spieler mit dabei gehabt, weil wir uns dachten, wenn die mit dabei sind, den Kindern was dazu erzählen, bleibt das vielleicht eher noch hängen. Ja, und es ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil die Spieler im Hintergrund noch ein bisschen rumalbern. Aber auch denen hat es tierisch Spaß gemacht. Und es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch an dieser Schule hier weitergehen. Mein Kollege hier, Christian Falkenberg, wird dann noch ein bisschen mehr mit den Kids machen zum Thema, worauf müsst ihr achten beim Essen, was ist wichtig, worauf müsst ihr verzichten. Ja, also es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Super, und auch den Kindern hat es super gefallen. Also viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Ja, denen hat es sehr gut gefallen. Die sind jetzt hier mit vollgeschriebenen Armen nach Hause gegangen, wollten von den Spielern noch Autogramme auf die Arme haben. Ja, denen hat es auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Hansa Rostock!